Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Batman Arkham City. Ich bin der Baume und ich habe mich in der letzten Folge extrem dämlich angestellt. Ich habe einfach mal nicht weit genug gedacht. Und mit weit genug meine ich bis hier drüben hin. Und das ist wirklich nicht allzu weit, aber gucke mal einer da, schau. Ich nehme jetzt mir mal den kryptografischen Sequenzverstärkungsbums und da hinten ist es. Es ist eine Wayne-Wache. Das heißt, das hätten wir schon, sobald wir hier reinmarschiert sind, das erste Mal hätten wir das Ding schon hacken können. Was? Parken. Parken. Auch nur so ein einfaches Passwort. Ja, auf dem Parkplatz. Wer hätte es gedacht? Guti, okay. Jetzt haben wir es ja geschafft. Gott, ey, hab ich das... Mann, ey. Das ist schlimm. Das ist schlimm, wenn man einmal auf dem Schlauch steht und man kommt dort nicht mehr runter. Dass man aber auch wirklich dazu verleitet ist, wenn man schon merkt, es funktioniert nicht, trotzdem immer wieder eine Charaktertrophäe kriegt. Okay, mir soll es recht sein. Nee, dass man immer wieder das Gleiche macht. Immer wieder. Ich habe immer wieder versucht, das Ding zu hacken, obwohl ich doch wusste, dass es nicht geht. Aber man lässt nicht locker, als ob man es erzwingen könnte. So, Gotham City, ein Rätsel, was zu fotografieren. Okay, gut, das soll mich mal ein bisschen ablenken. Zu fotografieren finde ich immer schöner als, Dingens. Du, sag mal, kann es sein, dass ich mich täusche, oder ist das gerade die Folge 100? Oh, ich habe die letzte gar nicht abgestrichen, fällt mir da gerade auf. Moment, ich muss ja Notiz führen über alles, was ich tue. So, Folge 100! Echt? Ja, doch, ich glaube, das müsste die 100. Folge sein. Und 100 Folgen für ein Projekt ist krass. Ich meine, ich mache jetzt schon nur noch 15 Minuten Folgen statt 20, aber guck mal, so viel kürzer ist das auch nicht jetzt als normalerweise. Und tja, zur 100. Folge als Jubiläum, weil es gerade Batman Arkham City ist, wo ich zum ersten Mal 100 Folgen Projekt draus mache, oder mehr als 100 Folgen, können wir ja hier den tollen Scheinwerfer fotografieren mit dem Batman-Logo drauf, oder? Passt doch super. Das war jetzt echt Zufall, dass der hier rumstand. Goody. Ah, Gordon gegen Sharp Teil 2. Gut, die Story wollte ich euch nämlich mal zeigen. Da hat uns aber bis jetzt noch der zweite Teil gefehlt. Das ist der erste Teil. Jetzt durft ihr ihn lesen. Ja, jetzt durft ihr ruhig in aller Ruhe Stopp drücken und euch das durchlesen, wenn ihr damit fertig seid, so wie jetzt. Dann gibt's hier unten noch einen zweiten. Bitteschön. So, das reicht jetzt aber. Was ist denn das hier? Okay, das könnt ihr euch auch noch durchlesen. Das ist irgendwas von Harley Quinn. Ach nee, da fehlt der dritte Teil. Vergesst es wieder. Vergesst es. Vergesst es. Erst wenn der dritte Teil da ist. Hui. So. Ja. Gut. Ja. Da drüben ist noch was. Wir tasten uns immer mehr zu dem Gebäude ran, wo Deadshot zu sehen war. Oha, was bist denn du da? Schubiluda. Moment, halt. Stopp. Stopp. Was bist denn du? Das Teil macht da oben auf. Ja, Ne und dann? Dann krieg ich meinen Riddle-Diddle-Gedöns? Oder was? Okay, wir probieren's. Moment. Kabawanga. Das wird wohl nichts. Ne. Wo kommen diese Schwingen eigentlich her? Die klappen sich da einfach so... Nach oben! Mensch, hier! Krabbel! Genau so! Oh, super! Perfekt! Haben wir ein bisschen höheren Absprungpunkt. Da oben. Hui. Muss ich da wieder so einen kleinen Sturzflug machen? Sag mal, ne? Wir sind jetzt hier seit mehreren Folgen dabei, quer durch Gotham City zu rennen. Mit Detektivmodus an und Detektivmodus aus. Und da hinten ist irgendwas zum Festhalten. Und, ja, weit und breit noch keine Botschaft des geheimnisvollen Unbekannten gesehen. Fuck, das war falsch. Wir haben alles falsch gemacht. Wie soll ich denn aber dann da hochkommen? Sag mal. Du, sag mal. Das geht doch gar nicht. Wusch. Ah, nee, das war auch blöd. Ich stelle mich heute aber auch dämlich an. Ich sollte es nicht versuchen, mit den ganz schwierigen Sachen irgendwie aufzunehmen. Aber mittlerweile gibt es nur noch schwierige Rätsel. Warum stelle ich mich denn heute dämlich an? Ich habe keinen Kater. Ich bin nicht müde. Ja, doch, ein bisschen müde bin ich. Vielleicht stelle ich mich auch gar nicht dämlich an. Vielleicht kommt es mir heute auch nur so vor. Öpa. Vielleicht irritiert es mich, dass der Batman hier kein Cape hat. Ohne Cape ist alles scheiße. So, Vorsicht. Vorsicht. Ich ningel heute auch so viel. Furchtbar. Schön, wenn man darüber ningeln kann, dass man ningelt. Ah, knapp. Ganz knapp. Warum habe ich es denn mit diesem Gleiträtsel nicht so drauf? Och, das erweiterte Realitätstraining, da tue ich mich auch immer schwer. So was gefällt mir doch eigentlich. Aber wir sind hier irgendwie leider nicht bei Prototypen. Gibt es eigentlich bei Prototype 3? Wäre ja geil. Uah, zack!
Komisches Rätsel. Gut, okay. Ich hab's geschafft. Gut, gut. Ah, stimmt, hier drüben ist noch eins. Ah, da stand ich davor. In diesem Bereich liegt eines der Umspannwerke, das mit Deadshot in Verbindung steht. Ich sollte weitere Nachforschungen anstellen. Okay. Wir sind schon da quasi. Cool. Ah, schau, da einmal. Guck, mach mal auf. Und ist es da drin? Eins von denen muss es jetzt sein. Eins muss das sein, was Deadshot benutzt hat. Und ich wette, es ist... Das war nicht das Umspannwerk, das Deadshot benutzt hat. Ja, es ist auch wahrscheinlich auch das letzte, was du hier findest. Und ich schätze mal, wir haben hier drei. Aha, Nummer zwei. Das ist das Umspannwerk. Wieso sollte er denn ein Umspannwerk benutzen und wofür? Ah, ich verstehe das alles nicht. Hm, da drüben. Halt, was ist das da? Eine Decke. Oh mein Gott, nein, das ist keine Decke, es ist ein Deckel. Ein Deckel von dem Umspannwerk, das wir gerade eben abgerissen haben. Ja. Das so. Könnte das Umspannwerk sein, nach dem ich suche. Das muss es sein, das ist nämlich das letzte hier. Das war nicht das Umspannwerk, das Deadshot benutzt hat. Echt? Haben wir noch eins hier? Das ist aber das letzte Plätzchen, wo er sein könnte. Wo ist denn noch eins? Hier gibt's sogar... Ach, da oben. Na, was machst du gerade? Batman, du bist ein bisschen zu verspielt. Du kannst nicht immer rumklettern, wenn wir so Umspannwerke untersuchen. Aha. Deadshot war hier. Er hat dieses Umspannwerk benutzt, um seine Ausrüstung und ein PDA zu lagern. Er ist stark verschlüsselt. Ich muss die Sicherheitsvorkehrungen überwinden, wenn ich mehr über Deadshot und das, was er vorhat, rausfinden will. Jetzt kapiere ich, warum Umspannwerk, weil davon Spuren auf dem Zeug von ihm waren. Hä? LT halten, mach ich doch. Das ist doch LT, nicht? Oh, das ist LT. Ups. Und hacken. Jetzt hacken wir schon Handys. Okay, Abschuss. Das war ja jetzt... Diesen PDA hat Deadshot definitiv von Hugo Strange bekommen. Anscheinend wurde er nach Arkham eingeschleust, um eine Liste von Leuten abzuarbeiten, die Strange gefährlich werden können. Mal sehen. Deadshot bleiben nur noch drei Ziele. Jack Ryder, Bruce Wayne und Batman. Verdammt, er geht nach Plan vor. Ryder ist sein nächstes Ziel. Er hat seinen aktuellen Aufenthaltsort markiert. Wenn ich nicht rechtzeitig bei ihm bin, wird er ihn in 3 Minuten töten. In 3 Minuten? Okay. Stell dir das mal vor. Kurzes Gedankenspiel. Er bringt Jackie Ryder um. Und irgendwie schafft das. Wir ziehen uns nochmal um oder so. Bruce Wayne zu erschießen. Der sucht sich doch dumm und dämlich nach Batman, oder? Wie geil wäre das denn? Ja, 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 ich habe bereits geguckt. Ja, nee, du musst mir nicht nochmal zeigen. Ort auf Karte hinzugefügt. Das reicht mir, wenn du mir das einmal sagst. So, okay, okay, okay. Ich will dahin. Ich will dahin sofort. Weißt du was, wir müssen... Okay, wir haben wirklich nur noch 3 Minuten Zeit. Aber wir sind ja der Batman der Zukunft. Wäre doch gelacht, wenn wir das in 3 Minuten nicht schaffen. Soll ich nicht mal erklären, was genau die Insel war? Welche Insel? Das hier ist doch keine Insel. Eine Insel mit Gefangenen liegt im tiefen Gotham City. Wusch. Und irgendwas zum Festgrappeln? Komm, da oben ist was zum Festgrappeln. Ich sehe es genau. Genau. Schneller, Batman! Schneller, Batman! Wir sind noch nicht schnell genug! Hui! Ich finde das Gleiten so geil. Okay, ein Jetpack wäre jetzt irgendwie auch schon cool. Wir haben noch voll viel Zeit. Ich kann eigentlich voll einen gemütlichen machen. Aber ich mache keinen. Hui! Jackie Ryder, ich komme, um dich zu retten. Komm an meine kugelsichere Brust. Jackie Ryder ist auch... Wenn ich Jack Ryder nicht in 2 Minuten finde, tötet Deadshot ihn. Ja, Mann, ich bin doch schon da. Jack Ryder ist auch so ein selbsternannter Superheld. Nur hat er es halt nicht so drauf wie wir irgendwie. Den haben wir ja ganz am Anfang gesehen. Das ist er? Hey, Deadshot, Deadshot... Deinetwegen habe ich vorbeigeschossen, Batman. Ich schieß nie vorbei. Besiege Deadshot. Okay, das wird interessant. Komm raus, Fledermaus! Oh.
Ha. Mein Glück, sehen wir, wo der hinguckt. Du denkst, du kriegst mich, haben schon viele gedacht. Und noch keiner geschafft. Deadshot ist so einer, der sucht den Heldentod. Zeit zu sterben, Batman! Der größte Detektiv der Welt stirbt durch die Hand des größten Killers der Welt. Ich war doch in Deckung. Eckendeckung. Alter Schwede. Ist der schnell? Willst du dein Glück versuchen? Na dann los! Hör auf, dich wie ein Baby zu verstecken und kämpf! Okay, ich kann da unten reinkriechen, ja? Seht ihr das? Genau unter ihm. Kann ich irgendwas machen? Du denkst, du kriegst mich, haben schon viele gedacht. Und noch keiner geschafft. Nebel oder sowas. Dreht der es immer im Kreis? Okay. Komm raus, Fledermaus! Okay. Komm raus! Jetzt guck schon woanders hin. Schnell, 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 schnell! Wo steckst du? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hast du Angst, gegen mich zu kämpfen? Haha, überhaupt gar nicht. Ich werde dich finden und dir eine Kugel in den Schädel jagen. Ach ja? Ich schieß nie vorbei. Das habe ich gemerkt. Ein Schuss war das und ich war sofort tot. Du stehst ganz oben auf meiner Liste. Tja, okay. Alter Schwede, was ist denn das für ein Typ? Ein Schuss, wirklich ein Schuss. Wo ist er denn jetzt? Puh, mein Herz, ey. Das ist ein geiles Gefängnis. Ein Gefängnis im Gefängnis übrigens. Wir sehen uns wieder, Batman. Ich schwör's dir. Hast du Deadshot gefunden? Er stellt nicht länger eine Gefahr dar. Ich sage Gordon Bescheid, wo er ist und komm ihn später holen. Alter Schwede, das war nicht leicht. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Stand da gerade, ich bin dir turmhoch überlegen. Du würdest dich wundern, wo ich dieses Rätsel versteckt habe. Guck mal, da steht Wayne Enter. Ist das meins? Kann ich das nicht fotografieren? Komm, das bin ich. Schade. Strange liegt jetzt über ganz Arkham City verteilt. Interessante Vorstellung. Strange liegt jetzt über ganz... Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben Deadshot. Alter, ein Schuss. Ein Schuss. Er ist wirklich der beste Attentäter der Welt. Da kann man nichts sagen. Und ich war in Deckung. Ich bin nicht aus der Deckung rausgekommen. Ich habe nur mal kurz um die Ecke geschaut. Das hat außer ihm kein einziger Charakter in dem Spiel jemals mitgekriegt. Also das... Echt Respekt. Ich meine, wir haben ihn dann ja doch gekriegt. Der Klassiker von unten hochgesprungen und ihn sich schnappen, aber... Aber Halleluja, also mir ging jetzt schon ganz schön der Arsch, dass der mich irgendwie durch die Wand sieht oder so. Also, ich muss sagen, Deadshot hat mir gefallen. War zwar eine kurze Messe, die war schnell gelesen, aber halt auch einen Schuss und du bist sofort tot. Das ist geil, das gefällt mir, sowas gefällt mir. Jutti, ich hoffe, dir hat's auch gefallen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir überhaupt gerade sind. Und was wir als nächstes tun wollen. Ich muss Riddle Diddles sammeln. Ja, definitiv. Wir haben noch ganz, ganz viel im Industriegebiet. Ansonsten wird es hier langsam Licht auf der Karte. Das ist gut. Genauso möchte ich das sehen. Wir haben 317... Oh, ich habe irgendein Tonband freigeschaltet. Okay, cool. Wir haben 317. Ich glaube, wir brauchen noch 13 Riddler-Trophäen. Dann kommt die nächste Geisel. In diesem Sinne, in der nächsten Folge möchte ich 13 Trophäen sammeln. Bis dahin sage ich, bin der Baum auf. Wiederschauen. Und... Reingehauen. Bam.